wahrscheinlich meinst du. Ja. Fucking fuck, scheiße. Nein! Heute asozialster Job, den wir bisher gemacht haben. Eine Gefahrenbaumfällung aus einem Innenhof. Und jetzt müssen wir nur noch für die Sicherheit sorgen und dafür, dass dieser Kackbaum endlich aus dem Hof rauskommt. Verdammt ist das hoch. Bist du aufgeregt? Respekt vor der Arbeit. Und hoch geht's, Digi. So, liebe Leute, Nahaufnahme hier im vierten Stock. Wir sind angekommen. Jetzt kriegt ihr noch mal eine andere Perspektive von der ganzen Geschichte. Das ist hier mega scheiße. Völlig beschissen. Das ist, kann ich ja direkt eine Drohnenaufnahme machen. Das war nicht das Gelbe vom Ei. Ah, ja, Wolski. Ist das krass. Da sind die Jungs unten, die kleinen Kiddies. Ich zitiere Chris zu Marv, ich hau dir gleich aufs Maul. Ich glaube, das hatte man nicht gehört. So, und jetzt wird wieder gesägt, Digga. Hat der Chris sich schon hier ans Werk gemacht. Da oben eingehängt und der Marv macht sich aus dem Staub, damit der schöne Ast hier weggetragen werden kann. Alter, ist das trippy. Fuck, fuck, fuck. Alter, der Drohnen, der Kran, jetzt schwingt er zurück. Boah, guter Save. Junge, wichtiges Piece, das jetzt raus ist. Guck mal, wie viel Freiheit er jetzt hat. Boah. Ja, es geht aber schnell hier. I believe I can touch the sky. Junge, ist das trippy. So, andere Seite, rein da. Leider ist es zu regnerisch, deswegen wird die Drohnen-Action jetzt leider verschoben. Und da kommt er schon. Der Gute. Mit einem kleinen Bäumchen. Das ist so fucking crazy. Scheiße. Ab in die Drop Zone. Mr. Action, Action, Digga! Wow! Ist das geil, ey! So, Chris. Krass, oder? Hätte man mal filmen sollen. Das, wie sie ja das. Ja! So, aufwärmen erstmal. Ne? Die Kleine ist schön. Heute hat sie viel Arbeit vor sich, das Kleine. Hörst du, wie sie will? Ja, das hört sich nicht gesund an, sag ich es. Dieses kommt noch. Das kommt noch. Krass, was dieser eine Ast schon ausgemacht hat. 400 Kilo, oder? Ach du Scheiße. Kannst du rechnen mit 4 Tonnen in der ganzen Baum, bitte. Boah. Bei Kirche ist der dichteste Harzholz. Mm. Und es ist extrem viel Wasser jetzt drin, weil der saugt jetzt viel Wasser. Kirche ist extrem dichtes Harzholz. Ja. Und der zieht jetzt Wasser durch die Kapillarität nach oben. Das heißt, du hast da ein paar hundert bis tausend Liter Wasser drin. Ach du Scheiße. Ja, das Ding zu klettern ohne Kran? Auf gar keinen Fall. Den Stundensatz kannst du nicht bezahlen. Ja, Wolski. Erstmal den Keil, ne? Erstmal ein Keil. Der Biber wird weggesteckt. Uiuiui. Ganzer Baum kommt mit. So, jetzt wird nachgebiebert. Zack, zack, rein. Boah. Sief, Digga, wie man in Hamburg so schön sagt. Jetzt pisst es auch genau dann, wenn er rausgeht, oder? Das ist doch echt. Das ist ein Problem.
Und wir fragen uns alle, wie ist die Aussicht da oben? Kann mir mal jemand einen Pulli hochgeben? Mir ist kalt. Ich hab die ganze Zeit, ich nehme das halb im Mund, ne? So, jetzt geht's wieder raus, ne? Einmal ums Haus rum. Und wir schauen mal, wie Chris wieder ankommt. Was ist denn mit Carsten los? Schnell, schnell, schnell. Unsere Reporterin. Pomella hier am schwere Gewichte tragen. Er macht's ganz alleine. Remi, eine Frage. Was machen wir mit dem Häckselgut? Das schreddern wir jetzt klein und dann kann das wiederverwertet werden als Heizmaterial. Mega. So, Chris hat hier schon verdammt geil abrasiert. Starke Arbeit. Jetzt kommt der zweite Teil. Marv, erzähl mal, was kommt jetzt? Servus. Wir werden jetzt erstmal schauen, dass wir die Krone einigermaßen noch entlasten. Sämtliche Äste, die außenrum noch sind, die wir fallen lassen können, schneiden wir jetzt weg. Danach werden wir den Baum sichern mit dem Kran, werden den ein bisschen anheben, um die Spannung aus der Krone rauszunehmen. Und von der Fassade werden die Spitzen Stück für Stück zurückschneiden. Und dann werden wir schauen, dass wir den Stamm langsam auf den Boden legen, dass wir ihn gesichert übers Haus tragen können und aufbrechen. Alright, genau. Geil. Let's go! I like that laugh. Sind alle sehr gespannt. Außer Chris und Henny, die sind da ganz entspannt am Flirten. Ja. Oh, du hast so einen schönen Helm, Mann, Alter. Oh Mann, du auch. Sowas macht nur ab durch die Hecke. Warum? Weil wir übernehmen jeden Fall. Die drei Fragezeichen. Besser wenn nicht, aber... Warum baut man eine Kronensicherung ein? Wenn die Äste einen Druckzwiesel haben, sind die nicht anständig miteinander verbunden. Und wenn Wind kommt, dann drücken die sich immer weiter auseinander. Ja. Und die Kronensicherung sorgt dafür, dass die sich zusammen bewegen und dass der... Ist nicht so viel Druck auf dem... Genau, dass der Druckzwiesel nicht auseinander geht. Okay. Sieht solide aus, oder? Läuft hier im Schnürchen. Jetzt wird es natürlich knifflig. Kannst du noch ein Stück Richtung Haus versorgen? Jawohl! Perfekt, gut. Passt. Psych! What the fuck's going on here? Profis hier, Profis. Keine Sachschäden. Noch nicht. Time to be real. Tschüss. Ja. Mach ich mein Schuss. Nein. F***ing F***te. Pamela geht Gassi. Kein Problem, ich kaufe den neu. So ein Ding ist das also, was kaufst du hier? Auch ein Seil. Oh, er hat in mein iPhone geschnitten. Mein Geduldsfaden ist ja auch nicht aus Seilen, ne? Das ist so schlimm. Boah, hör auf, die ganze Zeit rumzufressen, Mann. So, das kleine Stöckchen geht jetzt mal. Das kleine Stöckchen? Geht jetzt mal Gassi. POV, Social Media Dude. Pomella, in Action. In Action. Sauber, Junge. Junge. Mal ausgeführt, das Ding. Oh, es gibt Hanuta. Gefährlich. Mhm. Ich meinte, wenn du es jetzt mitbringst, Sauli ist alle. Hallo, Fabel. So, ihr Labertaschen, das ist jetzt die Phase. Ja, Phase ist, Baum geht raus, ne? Lala.
wird nichts. Ich bezweifle, dass wir den da. Tschüss! Ich raus. So, gelandet auf der anderen Seite. Wir gehen rein! Nicht in den Hexer, versteht sich. Neue Ladung! Mehr Brennholz! Kleine Storytime. Also ich habe jetzt ein paar Mal probiert, mit dem netten Kranführer zu connecten. Er hat wirklich überhaupt gar kein Interesse an mir. Es ist ihm so schnurzpiepe. Du musst das Mikro nicht in den Mund tun. Das funktioniert auch so. So, hier sieht man auch aus der Perspektive, jetzt wo die Jungs weg sind, wie das Ganze hier an der Fassade anlehnt. Anlehnt. Jetzt ist es alles hier ein bisschen ordentlicher. Und da drinnen schläft The Ring. Wer schläft da? The Ring. Kennst du den Horrorfilm? Nee. So ein Mädchen, was aus so einem Brunnen rauskommt. Oh, Junge. Total. Der Baum macht hier den Michael Jackson. Chris, unsere Lässigkeit in Person, steht am Baum. Echt so. Bad Booty. Chris ist im Baum. Genau, und dann weitermachen, Erklärung. Chris ist im Baum und macht jetzt hier noch die letzten Vorbereitungsschritte, damit wir den Rest auch noch rüberheben. Ich wollte euch einmal eben erklären, warum der Baum hier umgekippt ist. Hier oben umgekippt. Warum ist der umgekippt, Mann? Und zwar ist der umgekippt, weil wir hier in einem Innenhof sind und der Baum in seiner gesamten Lebenszeit hier im Hof keinen starken Winden ausgesetzt war und dementsprechend sein Wurzelwerk überhaupt nicht ausgebildet hat. Man sieht hier ganz klar den Wurzelballen, viel zu klein. Für so einen fetten Baum auf jeden Fall. Für so einen fetten Baum, genau. Und dann kam im Winter der Schnee und hat den Michael Jackson gemacht. Und genau das, was Solly gerade gemacht hat. In die Fassade. Da sieht man das auch. Jetzt wird sie richtig ernst. Solly begibt sich in seine Position. Die ist so, nein! Das war mein Fluchtweg! Schön, die 100er Brezi. Das war ein Knack. Wie weit auf das Holz? Stopp. Vielleicht da vorne. Und jetzt runter. Sehr, sehr starke Arbeit, Jungs. Verdammt nochmal, ey. Abgefahren. Ich will die Reaction drüben sehen. Ja, ich auch. Rüberkommen. Rüber rutschen. Ah, wie schön da. Viel zu schnell gewesen. Das ist toll. Baby, Achtung. Der ist so fucking groß, wenn es hier mal unten ist. Alle, was denkst du, wiegt der? Ja. 50.000 Tonnen. 150. Und? Wie viel hat er gewogen? Alles zusammen war 700. So, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Nochmal. Oh, du. So, Leute, ich hoffe, es hat euch ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, wie wir so Extremprojekte durchführen. Hut ab an alle Beteiligten, von Kletterer bis Kranführer. Lief alles bombastisch hier, ohne Schaden rausgegangen aus dem ganzen Ding. Wir packen jetzt hier noch zusammen, da hinten wird noch das restliche Holz geäxelt. Leute, bleibt dran, abonniert uns, subscribt uns, liked uns. Ihr wisst, wie es läuft. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Diese Episode wird sich um das komplette Projekt hier drehen. Es ist eine riesige Schlammschlacht. Hier soll ein Whirlpool rein. Hier geht dann ein Trittplattenweg rum. Hier kommt eine Dusche hin. Eine Terrasse hier als Unterbau für ein Gartenhaus. Und dann geht's überall. Willst du nicht drehen?
Willst du nicht drehen? Der Plan geht auf. Er ist sau kurz und extrem dünn. I found it good. Thor's Hammer.